Auf geht's, Ebona! Und willkommen zurück, Guys, zu Ocarina of Time. Wir sind jetzt heute unterwegs zum Todesberg. Dort soll's noch einen weiteren Tempel geben. Mensch, Spassi! War jetzt hier nicht auch noch was? Bei diesem Baum? Na, Luki Luki machen? Ja, irgendwo war noch was. Herzteil oder Skudula? Ah, hier auch. Ja, da hängt sie ja. So. Hüpp. Na, ganz falsch. So, let's go. Habe ich jetzt schon 50 Skupeller? Ja. Dann holen wir uns erstmal jetzt die Belohnungen ab. Ich glaube 40 hatte ich auch noch nicht. Was gab's da nochmal? Bei 50 glaube ich war das Herzteil. Ah, wir werden es jetzt gleich sehen. Keine Ahnung, welcher jetzt von den beiden 40 war und der andere 50. Aber let's go. Was bekommen wir von dir? Wenn Herz, dann war es mal 50. Trollmine. Ja, das ja, haben wir schon längst gehabt. Ah, danke. So, dann gibt es jetzt hier das Herz. Und den verwandeln wir auch noch zurück. Keine nur 48 fehlen, aber die kriegen wir schon zusammen. Hi. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Nenne es Kiki und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt auch in die Hosentasche und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Hat Spaß dabei richtig laut zu gackern, ganz besonders wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Hier, nimm dieses Ei mit. Kiki ausgeschlüpft, dann bringt es irgendwann zu mir zurück und ich schaue, wie es sich fühlt. Hältst du davon, Jo? Das Ei kann er mal mitnehmen. Wie kannst du wissen, dass es eigentlich Leute aufweckt, wenn es noch gar nicht geschlüpft ist? Aber okay. Weil diese Wolke über den Todesberg heißt nichts Gutes. Tit, hot. Ui, Steinchen. Da viele Feinde davon. Hopp. Ah, da kommt noch einer runter. Oh. Das heißt nichts Gutes hier. Gut, dass wir die Abkürzung gebaut haben. Können wir sogar ganz nach oben fliegen. So, einmal fragen, was hier los ist bei den Gorone. Aber es ist noch nicht nachts, ne?
Skotulas gibt es ja nur nachts. Jetzt hängt da eine. Aber gut versteckt hier. Bin ich hier richtig? Nee, falsch. Eine Etage nach oben. Wo ist die Bombe hin? Auf das Seil, ja, das ist gut. Den Geroll müssen wir natürlich anhalten. Irgendwie ist das hier gerade der einzige. Und der ist schnell, ne? Schneller Gorone. Mein Freund, ich will dir nur helfen. Irgendeine muss schon treffen. Wie konnte das gelingen? Du bist einer von Ganondorfs Leuten. Höre meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht. Ich bin Basti, der größte Krieger der Geroden. Ja, so heiße ich auch. Was? Auch dein Name ist Basti? Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein, der mächtige Basti. Darunia ist mein Vater. Kennst du ihn? Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Das stimmt. Richtig guter Name. Basti, für uns bist du ein echter Volksheld. Bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Schreib für meinen Freund Basti, den Gerone. Oh, es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten, doch hör mich an. Mein Vater Darunia begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Oh, schnell, Daddy. Du sollst ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten, du fragst ihn einfach etwas. Worüber willst du ihn befragen? Über den Drachen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagia in den Höhlen dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art, fraß Goronen bei lebendigem Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. Ah, ein Hammer und dann können wir den besiegen. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Oh, Schniff Daddy. Über die Goronen. Vater war gerade nicht hier, als alle von Gendorf in den Feuertempel verschleppt wurden. War schrecklich. Gendorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie Volvagia geopfert werden. Vater sagte, dass Gendorf die Drachenkreatur wieder erweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will der Tyrann die Goronen dem Drachen Volvagia zum Fraß vorwerfen. Also brach Vater ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Basti. Möge diese Goronenrüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Jus! Die Goronenrüstung. Diese feuerfeste Rüstung passt zur nur Erwachsenen. Sie schützt vor extremer Hitze. Nice. Dann gehen die Tore jetzt einfach auf. Okay. Juhu. Also da legen wir mal die Rüstung an. So, wir nehmen erstmal den Geheimausgang hier. Geil. Geiler Geheimausgang hier.
Wollen die jetzt schon kaputt machen? Nee, ne? Ja, brauchen wir den Hammer. Den wir aber noch nicht haben. Darüber, genau. Pommel, ey, Chick, ey, erschreck mich nicht nochmal so, ne? Ach, schön dich zu sehen. Kriegen wir wieder ein neues Lied? Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Aber die ist ganz kompliziert, ne? Oder nicht? Unten A, rechts unten. Okay. Ganz einfach. Einmal kurz langsam machen. Auf jeden Fall schöne Melodie. Ja, Feuertempel mag ich. Es war nicht so schwer, aber eigentlich doch schöner Tempel. Ah, Basti, wir werden uns wiedersehen. Mal wieder. Aber warte doch. Es brennt Feuer. Von wo kommt das denn jetzt? Das ist doch Magie. Oder nicht? Eure Meinung mal in die Kommentare. So, hier gibt es dann später noch ein Fleck, wo man eine Erbse einpflanzen kann, aber nur als klein. Dann betreten wir den Feuertempel. Der ziemlich tief in der Erde ist. Feuer Tempel. Und Feuerfledermäuse. Das ist schon Fledermäuse, aber Feuerfledermäuse sind ja noch dummer. Oh, Daronia. Hm. Wer ist da? Bist du es, Basti? Tatsächlich, Basti, bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Gendorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drangkreatur Volvagi aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Dem will er die gefangenen Korone der Bestie zum Fraß vorwerfen. Als Warnung an alle, die ihm trotzdem... Wenn das feuerspeiernde Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Basti, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich diese Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilfe, Basti. Ja, der hat auch einen Schlüssel dafür. Und jetzt ist da wieder das Schloss davor. Ja, das ist gut. Ich weiß nicht, ob der blind ist oder so. Aber die erste Zelle ist direkt hier. Ich weiß nicht, warum du ihn nicht befreit hast. Oh, Basti, die Qualen haben ein Ende. Bin frei. Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die obere Stockwerke bringt. Okay. Ein sehr guter Tipp. Kleiner Schlüssel. Juhu. Ah.
Aber jetzt hier nicht noch irgendwas? Aber ich glaube, da kommen wir dann später noch hin, ne? Das ist schon die Boss-Truhe, ja. Kommen wir wohl noch nicht hin, ne? Na, ja, hau ab, ey. So. Vorne sehen wir schon wieder ein Schloss. Wir brauchen wieder einen Schlüssel. Hast du Angst vor mir? Erstmal diesen Weg hier. Eine verdächtige Tür. Eine verdächtige Wand. So. Dahinter ist eine Tür. Und die nächste Zelle, wo einer gefangen ist. Yay. Hi. Ich würde gerne rausgehen. Mal am Ende. Bin frei. Lass mich dir als Dank dafür etwas verraten. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Blick der Koronen kann dir dabei hilflich sein. Mhm. Also der Hammer. Okay. Schlüssel habe ich jetzt schon mal. Aber auf der anderen Seite ist noch was. Einfach durch Lava laufen. Wird zwar was abgezogen. Puh. Und da oben ist ein Block, den wir gleich wegmachen müssen. Erstmal durch die Tür. Noch eine Zelle. Ja, cool. Aber ein Ende. Lass mir dir ein Geheimnis einvertrauen. Wände, die du mit dem Relikt der Koronen zerstören kannst, klingen hohl, wenn du mit dem Schwerter gegenschlägst. Also das Relikt sind die Bomben oder wie? Oder den Hammer. Naja. Ja, guter Tipp, ne? Und noch ein Schlüssel. Oh. Dann geht schon wieder los wie im Waldtempel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. So. Hymne der Zeit. Wie war das jetzt nochmal? Rechts A unten. Okay. Magie. Also sonst wäre ich auch gar nicht hochgekommen. Das stimmt. Was haben wir hier nochmal? Eine Skotula, genau. Ja, war die wegkommen. Hopp. Ja, friss. Friss das. Glücklicherweise nicht aufgefressen. Nummer 1 in diesem Tempel. Nein, durch. Der blöde Junge. Ist der blöd. Soll jetzt halt hochlaufen, ne?
Damage. Oh. Nee, da, Moment. Andere Seite. Juhu! Dazu geschafft. Und die Ketten verschwinden einfach so in die Wand herein, ja? Okay. Kann man machen. So, dann suchen wir uns mal ein ruhiges Plätzchen. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Aber ich denke mal, wir werden auch hier eben hochklettern. Hoch, 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 ja. Haut ab. Pff, ja, so, ja, Link, der war gut. Wenn du mich jetzt nochmal störst, dann bist du tot. Eine tote Fledermaus. Nein! Oh, ist ja blöd. Ohne Witz. Der Fahrstuhl ist ohne uns losgefahren. Als ob du jetzt nicht da hochkommst. Oh Mann. Jetzt extra nochmal hoch. Ist der Block echt zu hoch für den Link jetzt? Hopp. Ja, bleibst du jetzt drauf hier. Hier ankommen, ja, hierfür brauchen wir den zweiten Schlüssel. Okay, wie wir den gewonnen und noch weitere befreien, das werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, sage euch, ich bin was hier bleibt, fehlt im Schild und ciao.